So, heute kommt das lang ersehnte Einrichtungsvideo für mein Gehege. Und zuerst wollte ich euch einmal die Sachen vorstellen, die ich verwenden werde und die alles so untergebracht werden möchte. Ich hoffe, es klappt auch so. Also als Einstreu benutze ich Hanfeinstreu von Multifit. Das ist, glaube ich, 100 Liter. Nicht 100%, irgendwo stand das da drüben. 100 Liter. Wiegt etwa 10 Kilo, also ist gut zu wuppen. Dann kommt zusätzlich noch etwas Baumwolleinstreu rein. Weil ich kein Heu verwende, bin Gräserallergiker, möchte ich das auf andere Seite ein bisschen stabilisieren, damit ein Buddeln oder ein Tunnelgraben überhaupt möglich ist. Zusätzlich werde ich auch noch so Papierschnipsel mit reinwerfen, also jetzt so von Küchenrolle und Klopapier, und das alles ein bisschen untermengen. Dann haben wir hier Chinchilla-Sand von JR Farm. Bin mir noch nicht sicher, ob es reicht, kann sein, dass ich noch eine zweite Tüte kaufen muss. Zur Deko habe ich hier so verschiedene Saaten, Kanariensaat und Leinsaat habe ich im Moment. Ich habe noch mehr, aber die wollte ich als erstes reintun, teilweise, nicht alles davon. Dann habe ich hier einen Flower Power Mix für Naga mit hier Kornblumen, Rosenblüten, Timosi. Einfach so ein bisschen oben rüber streuen. Dann habe ich eine Kabakschote von Rodipet, einen Birki mit getrocknetem Gemüse. Hier ist eine Trinkflasche mit Trinkflaschenhalter, den ich selbst gebastelt habe. Weiß ich noch nicht, ob das jetzt, ich stehe jetzt am Anfang rein, ob es jetzt für immer da bleibt, weiß ich nicht. Ich werde auch einen Wassernapf anbieten. Erstmal schauen, was funktioniert, was angenommen wird. Dann habe ich hier eine Weidenbrücke. Ein von mir selbst gebasteltes Pilzhäuschen. Das habe ich mit Dude and Dry Modelliermasse gemacht. Das kriegt man bei Nanunana und ist ungiftig. Dann habe ich hier Näpfe und so eine Hamstertoilette. Das hier wird der Wassernapf, hier so für Frischfutter. Dann habe ich hier so eine Holzplatte und auch so eine Schieferplatte so zum Unterlegen für die Näpfe. Und die Schieferplatte dachte ich auch vielleicht ein bisschen zum Krallen abnutzen. Dann habe ich hier eine Höhle, ein Grasnest. Das ist das Einzige, was bei mir irgendwie eigentlich an Heu und sowas erinnert. Ein paar Klopapierrollen dachte ich mir, kann ich mit reinschmeißen zum Nagen. Dann habe ich mein Häuschen, das habe ich ebenfalls selbst gebaut. So ein abnehmbares Dach, drei Kammernhäuschen. Hier in die Ecke kommt die Toilette. Die Eingänge haben 5 cm Breite und höher sind sie, glaube ich, ein bisschen mehr. Ist ein bisschen schief und krumm. Wenn das Dach drauf ist, fällt es nicht so auf. Hier habe ich auch nochmal so kleine Fliesen drauf für den Wassernapf, damit das Holz nicht so vollgesogen wird. Aber ich habe es oben und auch die Innenwände zum Teil lackiert. Mit ungiftigen Spielzeuglack natürlich. Hier habe ich eine Ebene ebenfalls selbst gebaut, was ich mit mit Holzdübeln so beklebt habe, dass das perfekt fürs Wooden Wheel passt. Jetzt sind sie einmal von unten, sind also genau drinne, sodass das Wooden Wheel nicht hin und her rutschen kann, geschweige drin nur im schlimmsten Fall von der Ebene hinabstürzen könnte und der Hamster sich dabei verletzt. Dann habe ich eine Weidenbrücke, Tunnel. Weidentunnel nenne ich es mal. Eine Korkröhre, die war wesentlich länger, die habe ich durchsägen lassen. Ja, das wäre es jetzt erstmal vorerst, sagen wir so, meine Pläne, wie das Gehege eingerichtet werden soll. Und jetzt viel Spaß beim Einrichten und Zuschauen.
Leider musste ich eben feststellen, dass meine Kamera nach etwa einer halben Stunde aufgehört hat zu filmen. Daher kann ich euch jetzt leider nur das fertige Resultat zeigen. Das tut mir sehr, sehr leid. Aber ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Also, so sieht das Gehege jetzt aus. Hier haben wir das Mehrkammernhäuschen mit dem Wassernapf obendrauf. So sieht es von innen aus. Da habe ich jetzt die Toilette mit Chinchilla-Sand. Da habe ich schon mal ein bisschen Papier in die Schlafecke reingetan. Hier neben habe ich verschiedene Getreidesorten. Ich denke, man kann es Getreide nennen. Ich weiß es nicht genau. Gräsersorten. Hier drüber habe ich jetzt immer das Böcki stehen und die Hühle. Ich habe, wie ihr seht, im ganzen Gehege dieses Kräuterzeugs ein bisschen verteilt. Hier haben wir die Schieferplatte, um die Krallen ein bisschen abzunutzen. Die liegt jetzt vor der Brücke. Die Brücke führt in das Sandbad. In der unteren Ebene habe ich hier noch das Getränkehalter-Ding stehen. Hier hinten habe ich die Grashöhle. Oder Tunnel, Grastunnel. Dann habe ich hier eine Klopapierrolle zum Zernagen reingeschmissen. Hier wird der Napf fürs Frischfutter stehen. Da habe ich eine Höhle, wo ich ein bisschen was noch von dem Baumwollstaub mit reingestreut habe. Und ein bisschen Küchenpapier. Hier haben wir jetzt unser Woodendrill stehen. Daneben ist noch ein bisschen was von diesem. Ja, das Zeug, dessen Namen mir nicht mal nicht einfällt. Hier unten haben wir noch mehr von diesem Getreidezeugs. Hier habe ich eine Weidenbrücke so hingestellt, dass man entweder da durchgehen kann oder eben rüber, um auf die Ebene zu kommen. Hier ist noch die Leiter. Hier geht es runter in die Korkröhre, die ich da so mit eingebuddelt habe. Hier ist noch eine lange Küchenpapierrolle, die unter die Ebene führt. Hier habe ich die Kapokschote platziert, damit ich da ein bisschen Nistmaterial rausholen kann. Und so sieht es im Ganzen aus. Wenn ihr noch ein paar Ideen und Anregungen habt, würde ich mich darüber freuen. Ansonsten ist das Gehege jetzt erstmal bezugsfertig. Ich freue mich schon, den neuen Bewohner begrüßen zu können. Tschüss!